Willkommen zurück bei The Curse of Monkey Island bzw. Monkey Island 3. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, diesen Ring komplett zu kriegen und diesen. Bist du nicht ein hübsches kleines Ding? Süßen Zombie-Piratenpuppen LeChuckrig, LeChucky. Er ist so hübsch. Ah, da läuft er. Du bist mein Lieblingsseemann. Lass uns eine Sandburg bauen. Mein Name ist LeChucky. Ah, okay, LeChucky. Ich lasse deine Mutter Kiel holen. nicht schlecht. Kann er noch was anderes sagen? Ich will dein Freund sein. Spielst du mit mir? Ahoi, Kamerad! Vor dir steht dein Schicksal! Okay, na gut. Aber jetzt wollen wir mal weiter im Text. LeChuck ist auf uns aufmerksam geworden und er weiß, wo wir sind. Aber jetzt will ich mal versuchen, Elaine von ihrem bösen Fluch zu erlösen. Denn... Elaine, geht es dir gut? Guybrush? Wo sind wir? Alles in Butter. Wir sind auf Blood Island. LeChucks Ring war mit einem schrecklichen Fluch belegt, aber ich habe es wieder in Ordnung gebracht. Du bist in Sicherheit und alles wird gut. Alles wird gut? Kapitel 5. Der Kuss des Spinnenaffen. Schön gesagt, mein Kind. Aber spar dir den Atem, Mädchen. Den brauchst du noch, um ja, ich will zu kreischen. Wo sind wir? Erinnerst du dich nicht mehr an diesen Ort, Threepwood? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dich hier eingesperrt, damit du üble Qualen durchlebst. Warte, ich erinnere mich. Ich habe diesen Ort schon mal gesehen. In einem schrecklichen Albtraum. Es war kein einfacher Albtraum, Guybrush. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Oh nein, es kann nicht sein. Aber es ist so. Es ist der Jahrmarkt der Verdammten. Ei, der Jahrmarkt der Verdammten. Du Ungeheuer, warum hast du uns hierher gebracht? Da gibt es zwei Gründe, du armseliger Freibeuter. Ich werde dich foltern und töten und Elaine mit einem Schatz überhäufen. Du vergeudest deine Zeit, LeChuck. Elaines Liebe lässt sich nicht erkaufen. Ah, aber es ist ein ganz spezieller Schatz. Der berühmte Schatz von Big Whoop. Big Whoop? Ei, genau der Piratenschatz, den du gesucht hast, bevor ich dich erwischt habe. Was ist denn so besonders an Big Whoop? Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Ist es nicht wie jeder andere Piratenschatz? Ich verstehe. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Zittere vor Angst, Threepwood, wenn ich dir sage, dass Big Whoop ein verdammtes Portal zu einer dämonischen Unterwelt ist. Okay. Die Schätze von Big Whoop sind die direkten Tore in die Hölle. Huch. Wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben, genau. Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen, niederen Regionen. Du musst wissen, Big Whoop hält für alle, die hindurchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Preis? Ha! Zugegeben, die Leute finden mich neuerdings ein bisschen unnahbar. Und an den Geruch muss man sich eine Weile gewöhnen. Aber es ist die Sache wert. Jetzt, wo ich die Macht habe, Elaine dazu zu bringen, mich zu lieben. Dieser ganze Vergnügungspark, warum? Der Big Whoop Vergnügungspark war die brillanteste Idee. Einmal die Gewalt über Big Whoop in meiner Hand, würde es ein leichtes sein, Elaine zur meinen zu machen.
Ich verstehe, aber nochmal, warum ein Vergnügungspark? Darauf komme ich noch zurück. Ich wusste, dass Elena ein wenig überredet werden musste und dass ich eine Armee brauchte. Eine schreckliche Armee der Untoten. Okay, aber warum ein Vergnügungspark? Lässt du mich wohl ausreden? Ich rede nicht nur, um mich selbst zu hören, klar? Du hast recht, ich war unhöflich. Fahr bitte fort. Jeder weiß, dass das Leben eines Seemannes ein langes, hartes, einsames Leben ist. Seeleute sehnen sich monatelang nach ein paar freien Tagen. Und weißt du, was sie als erstes suchen, wenn sie in den Hafen kommen? Einen familienorientierten Vergnügungspark. Ach, danach. Natürlich. Sie kommen, um auf der riesigen Achterbahn zu fahren, der großartigen Affenberg-Achterbahn. Sie erreichen den höchsten Gipfel, um dann mit den Armen nach oben, wie Affen schreiend, in einem großen Lavastrom den Hang herabzubrausen. Das hört sich nicht im geringsten nach Spaß an. Ei, ist es auch nicht. Eigentlich ist es geradezu unangenehm. Aber wenn sie auf der anderen Seite ankommen, sind sie geeignete Krieger für meine Skelettarmee der Verdammten. Aber wenn du Elaine tötest, würde sie dich nicht noch mehr hassen? Ei, anfangs schon. Aber bald wird sie verstehen, welch großes Geschenk ewiges Leben sein kann. Und außerdem ist bei Toten der Kreis potenzieller Partner erschreckend klein. Sie wird mir einfach noch eine Chance geben müssen. Wie hast du Big Whoop gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Bist du sicher, dass du sie hören willst? Beginnt die Folterung gleich nach der Unterhaltung? Ei! Dann mach weiter. Als ich noch lebte, verachtete Elaine mich. Nein. Nein, nein, es ist wahr. Mittlerweile weiß ich sicher, sie mochte mich überhaupt nicht. Aber ich musste ihr meinen Wert für sie beweisen, weißt du? Also stach ich in See, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Das Geheimnis von Monkey Island? Ich könnte es dir erzählen, aber mir wäre lieber, dass du es erhältst. So, sobald ein Schlitten ist, die Freundin des Teams in Wirklichkeit ein Mann ist. Dass sie den Hund am Ende erschießen müssen, dass es aus Menschen gemacht ist, dass das Mädchen ihre Tochter und ihre Schwester ist, dass eine Fortsetzung niemals so gut sein kann wie das Original. Dass eine Fortsetzung niemals so gut wie das Original sein kann? Lügen! Schmutzige, dreckige Lügen! Nein, es ist wesentlich komplexer als das. Es ist ein altes Geheimnis, streng bewacht von den Eingeborenen und Piraten, die zufällig... Du kennst ja nicht einmal das Geheimnis von Monkey Island, oder? Nein, nicht wirklich. Nun denn, weiter mit deiner Geschichte. Nach ein paar Tagen geriet mein Schiff in einen fürchterlichen Taifun und wurde auseinandergerissen. Ich wäre ertrunken, aber einige Haie fanden mich und brachten mich ans Ufer von Blood Island. Da war ich nun, ausgesetzt und ohne Hoffnung, Elaines Herz zu gewinnen. Ich dachte, meine Glückssträhne wäre vorbei, aber eines Tages ging ein Schiff vor Anker. Es war das Schiff von Captain Marley, Elaines Großvater. Ich begann eine Unterhaltung mit Rum Rogers Senior, dem ersten Mate auf dem Schiff. Und nach dem Einsatz einiger Drinks fand ich heraus, dass sie die Karte zum legendären Schatz von Big Whoop hatten. Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte. Warte. Weißt du eigentlich, dass du als Einschlafhilfe ein Vermögen machst? Kann ich mich setzen, mein Bein schlafen? Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte, plante ich, Marleys Mannschaft zum Schatz zu locken und ihn für mich allein zu beanspruchen. Ich hatte nicht das Geld, ein neues Schiff zu kaufen, aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Dem Arten Fliegen zu töten. Ähnlichkeit mit dem Räucheraal, das in Anwesenheit dumme Leute gleich viel schlauer scheinen lässt. Deine Immunität gegen Salbe.
Die Fähigkeit, mit deinem Atem Fliegen zu töten? Aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Diesen undefinierbaren LeChuck-Charme. Eine der reichen jungen Debütantinnen auf Blood Island konnte ihm nicht widerstehen. Nach einer Woche mit mir wäre sie mir bis ins Grab gefolgt. Leider hatte sie keine Gelegenheit dazu. Ich brach den Diamanten aus dem Verlobungsring ihrer Familie und verkaufte ihn für den Preis eines neuen Schiffes an einige halsabschneiderische Schmuggler. Kreis schließt sich. Na gut, LeChuck. War sie scharf? Hast du sie geküsst? Na komm schon, mir kannst du's erzählen. Ich will darüber nicht sprechen. Das ist sehr persönlich. Und außerdem, Tote erzählen keine Geschichten. Ah, auf den habe ich gewartet. Mit meinem neuen Schiff überholte ich Marlies Mannschaft leicht und trieb sie nach Big Whoop, das zufällig hier auf Monkey Island lag. Was ist mit Captain Marley und seiner Mannschaft geschehen? Ihr Schiff erreichte Monkey Island eine halbe Stunde nach meinem. Aber sie kamen zu spät, um mich davon abzuhalten, meinen Preis in Anspruch zu nehmen. Und sie sahen zu, wie ich das Portal von Big Whoop passierte. Jämmerliche Feiglinge waren sie, übermannt von dem, was sie sahen. Sie flohen voller Entsetzen von der Insel. Marley riss seine Schatzkarte in 4 Stücke und versammelte seine Mannschaft um sich. Da waren Rum Roger Senior, der erste Mat, Red Scallion, der Koch, und der junge Lindy, der Kajütenjunge. Marley gab jedem ein Stück der Karte und behielt 1 für sich. Sie versprachen, diese Kartenstücke mit ihrem Leben zu bewachen. Ich sorgte dafür, dass sie ihr Versprechen einhielten. Sie waren die einzigen Lebenden, die von Big Whoop wussten. Ja, das ist Teil 2 passiert. Was geschah mit Rum Rogers Senior? Er nahm in der Nähe von Fat Island ein Bad in seiner Kabine. Trank rum und aß Toast, wie er es immer beim Baden tat. Als der Toaster mysteriöserweise in die Wanne fiel. Erschreckend. Sein Sohn erbte das Kartenstück, aber er war ein zu großer Trunkenbold, als dass er seine Bedeutung hätte verstehen können. Ja, wir erinnern uns. Der Koch? Was geschah mit Rapscallion, dem Koch? Rapscallion starb bei einem plötzlichen Feuer in seiner Wurstbude auf Scat Island. Das stimmt. Ich habe ihn mit einem Voodoo-Zauber ins Leben zurückgeholt. Genau. Ich erinnere mich genau. Ah, ja, genau. Da oben sieht man nochmal aus Monkey Island 2 Ausschnitt. Guybrush. Oh, Entschuldigung, ich war etwas abwesend. Was sagtest du doch gleich? Ich wusste von Raps Neigung, seine Gasbrenner anzulassen. Also sorgte ich dafür, dass er zu seinem 55. Geburtstag eine komplett angezündete Torte geliefert bekam. Du konntest die Explosion des Booty Island hören. Das ist ja schrecklich. Grillwürstchen, in der Tat. Und der Kajütenjunge? Was wurde aus dem jungen Lindy, dem Kajütenjungen? Um sein Leben bangend kam er zu mir und bettelte um Gnade. Im Gegenzug dafür, die Lage von Big Whoop nicht zu enthüllen, ließ ich ihn leben. Als Zeichen meiner Dankbarkeit lieh ich ihm ein Vermögen, das er nahm, um eine erfolgreiche Werbefirma zu gründen. Als er sich erstmal an seinen reichen Lebensstil gewöhnt hatte, kehrte ich zurück, um seine Schulden einzufordern. Ich übergab ihm eine so dämonisch und bösartig kalkulierte Abrechnung, dass er zum Scheitern verurteilt war. Zuckerbrot und Peitsche. Innerhalb eines Monats war er mittellos und verrückt, ein gebrochener Mann. Er verkaufte sein Hab und Gut und war so verzweifelt, dass er auf einen Wanderzirkus hereinfiel. Er starb, als er ohne Helm mit einer Kanone abgeschossen wurde. Oh. Niemand kann so verzweifelt sein. In Teil 1 haben wir einen Kochtopf aufgehabt als Kanonenhelm. Und der Captain Marley? Welches Schicksal ereilte Captain Marley? Ich lauerte ihm auf, als er am American Cup teilnahm. Ich enterte sein Schiff und entschied mich, ihn über sein eigenes Schicksal bestimmen zu lassen. Er hatte die Wahl, mir die Hand seiner Enkelin zu geben oder einen noch schrecklicheren Tod zu erleiden als alle seine Mannschaftskameraden. Und? Was hat er dazu gesagt? Eigentlich sagte er mehrere Dinge. Oh, dieser Schmerz.
Aufhören, du bringst mich ja um. Und einige andere Dinge, ich habe sie alle vergessen. Ich ließ ihn tot zurück und lenkte sein Schiff in einen Strudel, dem selbst der tüchtigste Kapitän nicht entkommen konnte. Du bist unglaublich entsetzlich und scheußlich. Oh, danke. Ich bin immer noch verwirrt wegen des Jahrmarkts. Dann frag mich. Als Schöpfer und Gründer kann ich dir alle Fragen beantworten. Wie konntest du einen Vergnügungspark auf einer verlassenen Insel bauen? Am Anfang braucht man ein erfolgreiches Entwicklungsteam. Ich habe die Karibik durchkämmt und nach den besten und brillantesten Künstlern, Ingenieuren und kreativen Leuten gesucht. Nach einer langen Phase von Rekrutierung, Einschüchterung und des Mordens machte sich meine Mannschaft an die Arbeit, große Waldflächen auf Monkey und Dinky Island zu roben und abzubrennen. Das muss eine zermürbende Arbeit gewesen sein. Ei, das war es. Zum Glück wurden Hunderte von Männern von Malaria, wilden Tieren oder Bauunfällen dahingerafft. Welche Attraktionen gibt es hier? Wir sind stolz auf Big Whoops Vielfalt und Authentizität der Attraktionen. Wir verwenden eine zauberhafte Mischung von Kunst, Technologie und vertraglicher Knechtschaft, die wir gerne Dynamo Affelektrik nennen. Erschreckend echt aussehende Häute und andere Körperteile sind an einem Gestell aus Getrieben, Servos und Flaschenzügen befestigt. Alles aus einem bemerkenswert leichten Verbundwerkstoff hergestellt. Faszinierend. Wie treibst du die ganzen Karussells an? Das ist eine mit gute Affen Frage. Bestimmt, oder? Wie du vielleicht schon weißt, wird die Energie von Big Whoop aus seiner Position als infernalische Verbindung unserer Welt mit der schrecklichen Manifestation des Bösen an sich geschöpft. Ja, natürlich. Aber wie alle Treibstoffquellen reicht auch diese nicht ewig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, wo immer möglich sparsam mit den dämonischen Energien umzugehen und nach anderen Energiequellen Ausschau zu halten. Atomenergie? Nein, wir zapfen unser größtes natürliches Vorkommen an. Affen! Ah. Meine Worte! Hordenhaft trainierte Affen sind tief im Inneren des Parks verborgen und an immense Maschinen der Zerstörung und Familienunterhaltung festgebunden. Das ist sehr inhuman. Oh, ich freue mich, dass dir das aufgefallen ist. Die Feinheiten machen den Unterschied. Merke dir meine Worte, LeChuck. Wenn ich dich erstmal besiegt habe, werde ich sie alle freilassen. Ja, ja, ja. Wie sieht die Zukunft der Big Whoop Vergnügungsparks aus? Die Zukunft ist reif für eine Welt neuer Möglichkeiten. Ich sehe ein umfassendes Netzwerk von Vergnügungsparks auf der ganzen Welt. Jeder wird einzigartig und eingebettet in die Kulturen und Bräuche der jeweiligen Gegend sein. Aber alle werden an der gemeinsamen Vision des ursprünglichen Parks festhalten. Dem willkürlichen Abschlachten tausender Gäste, die durch unsere Tore kommen. Ich dachte, das Geheimnis von Big Whoop läge auf Dinky Island. Dinky Island ist ein Atoll direkt vor der Küste von Monkey Island. Aber es ist mit einem Labyrinth von mysteriösen Tunnels verbunden, die direkt unter dem Meeresboden liegen. Und obwohl du auf Dinky Island nach Schätzen gegraben hast, warst du auf Monkey Island, als du meinen Vergnügungspark gefunden hast. Sehr ordentliche Erklärung. Ei. Ich habe langsam genug gehört von deinem widerlichen Vergnügungspark. Elaine wird dich niemals heiraten, sie liebt mich. Tut sie nicht. Sie liebt mich. Nö, nö, sie liebt mich. Tut sie nicht. Wie dem auch sei, Elaine liebt wirklich mich. Tut sie nicht. Sie liebt mich. Tut sie nicht. Tut sie wohl. Unendlich. Wohl. Verflucht seist du mit deiner teuflischen Rumdiskutiererei. Bitte töte mich nicht. Warum nicht?
Wenn du mich tötest. Wird es keine weiteren Monkey Island Folgen geben. Keine Fortsetzung, keine weitere Arbeit für dich. Du wirst ein weiterer Niemand sein, an den sich keiner mehr erinnern kann. Das kann mir nicht passieren. Ich bin LeChuck. Kennst du den Namen Bobbin Threadbare? Nein. Eben. Loom, sag ich bloß. Leider keine Fortsetzung gegeben. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, wirst du unseren Ruf als Entwickler familienorientierter Spiele ruinieren. Wir werden von allen Elternverbänden verachtet werden. Womit wirst du mir als nächstes drohen? Mit irgendeinem lächerlichen Untersuchungsausschuss des Bundestages, der die Gewalt in den Medien untersucht? jetzt zittere ich aber am ganzen Körper. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, nimmst du den Kindern auf der ganzen Welt die Hoffnung. Für Millionen bin ich ein Held. Das macht nichts. Alles, was zählt, ist, dass Elaine und ich zusammen sind. Und du ein für alle Mal von der Bildfläche verschwindest. Bitte, einmal bitte, noch. Töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, bekommst du eine Menge Ärger. Ich bin einer der lebenden Toten. Ich bin nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Feuer und Schwefel. Wie könnte ich noch größeren Ärger bekommen? Nun, ja. Aber es gibt doch noch so viele schreckliche Dinge, von denen ich dir erzählen will. Ich höre dir nicht mehr zu. Siehst du, ich ignoriere dich. Ah, hör besser zu. La 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 la, ich höre dich nicht. La 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 la. Also gut, Threepwood. Wenn du dich schon wie ein Kind benimmst, helfe ich dir dabei, dich richtig in Stimmung zu bringen. Ich glaube, du verdienst eine Auszeit, junger Mann. Miep. Tür. Aha, nicht abgeschlossen. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges Detail. Das wird dein Untergang sein. Oh oh. Er hat Elaine mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Was ist mit mir passiert? Kopf vernebelt. Kann nicht denken. Gehirn verschwommen. Muss mich konzentrieren. Und Elaine retten. Ich muss Elaine retten. Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich mich nur konzentrieren könnte. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Oh, es ist zum Schreien. So. Uns mal um. Wir sind auch Schmuggelhäschen. Allerliebst. Das ist nicht umsonst. Du musst gewinnen, um es zu bekommen. Aha. Da steht Alters- und Gewichtsschätzungen. Kutterköter. Es ist Murray. Hi, Murray. Hey, du bist's. Bist du schon tot? Du siehst so anders aus. Tot nicht, Murray. Nur verflucht. Verflucht? Das ist perfekt. Ich bin auch verflucht. Lass uns unsere verfluchten Kräfte vereinen. Und zusammen können wir die Welt beherrschen. Ja, darüber sprechen wir später noch einmal. Okay, ein Anker. Dieser Anker sieht gut, schwer und nützlich aus. Okay, brauchen wir bestimmt. Da steht Kuriositätenkabinett. Da steht Trixie, das Mädchen mit dem Giraffenhals. Oh, aus Sam und Max. Da steht Achterbahn. Da steht gefrorener Yeti.
Es ist ein riesiger Stapel Merengebäck. Hey, was glaubst du eigentlich, was du da tust? Ich will nur einen dieser Kuchen. Ja? Ich will nur raus hier aus diesem stinkenden Rattenkopf. Das Leben ist hart, Kleiner. Werde damit fertig. Der Hafenrat. Niedlich. Eine grotesk riesige, stinkende Ratte. Besser nicht. Ich glaube, er könnte mich nehmen. Puh. Ja, Kind, was gibt es? Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Das ist ein riesiger Rattenanzug, du kleine Rotznase. Was hast du erwartet? Rosenduft? Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Was treibt ihr Burschen hier? Das ist Niete den Kerl um. Der größte Spaß auf dem Rummelplatz. Triff den lustigen Clown und gewinne einen fantastischen Preis. Schau den Torten dabei zu, wie sie mit Lichtgeschwindigkeit und lautem Getöse aus der Kanone herausschießen. Und geh mit deinen Gewinnen nach Hause, wenn du gut gezielt hast. Lach zusammen mit deinen fröhlichen Gastgebern, dem Rattenmann und seinem Kumpel Monty Maring. Welcher Geschmack? Was? Welchen Geschmack haben die Torten heute? Ich weiß nicht. Ich glaube Limone. Was ist denn das überhaupt für eine dumme Frage? Was in aller Welt ist Meringue? Ich weiß nicht, Kind. Geschlagenes Eiweiß, glaube ich. Aha. Wie ist der Kutterköter denn so privat? Was willst du von mir? Ich bin nur eine riesige Ratte. Mir ist es nicht erlaubt, mich ihrer Majestät, dem großartigen und mächtigen Kutterköter, zu nähern. Kannst du mich dem Kutterköter vorstellen? Nein, geht nicht. Jetzt hau ab. Kutterköter ist wirklich cool, hä? Oh ja, er ist ein echter Heiliger. Er ist ja viel talentierter als jeder gewöhnliche Rattenmann. Gib einem Burschen ein großes Hundekostüm und er verwandelt sich in eine Primadonna. Du weißt, was ich meine. Ich wette, der Kutterköter bekommt viel Geld bezahlt, richtig? Und was wäre, wenn? Es setzt kein besonderes Talent voraus, einen großen Welpen zur Attraktion zu machen. Nun, Kinder dazu zu kriegen, sich bei einer Riesenratte herumzutreiben. Das ist Kunst. Ich wette, sein Anzug stinkt nicht einmal. Weißt du, du fängst wirklich an, mir auf den Wecker zu fallen. Ich wette, der Kutterköter könnte dich verdreschen. Könnte er nicht. Ich wette doch. Ich sag dir was, Kleiner. Warum gehst du nicht hin und schlägst ihn, kommst danach zurück und erzählst mir, was passiert ist, hä? Ich will mit der Kanone schießen, ich will mit der Kanone schießen! Entschuldigung, kleiner Junge, du bist zu jung. Niete den Kerl um, ist nur für ältere Kinder. Das ist Diskriminierung. Woher weiß ich, dass sie wirklich funktioniert, wenn ich nicht sehe, wie sie losgeht? Okay, Kind, du möchtest sehen, wie die Kanone feuert. Los geht's! Na, schon gut. Es ist die Kanone, mit der sie Kuchen auf den Clown schießen. Mach, dass du von der Kanone wegkommst, Kleiner! Sie ist gefährlich! Gute, altmodische, robuste Jahrmarktswaage. Bäh, so aus der Nähe sieht er viel weniger niedlich und dafür viel riesiger und schrecklicher aus. Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Komm schon, hör auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Ja, was willst du denn machen? Hör besser auf damit. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Alles klar, das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Au, er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. Ah, jetzt habe ich Haare von einem Hund, der mich gebissen hat. Das war ja für diesen totenähnlichen Schlaf.
brauchen wir bestimmt noch Eiweiß aus dem Kuchen. Und dann können wir uns sowas mixen. Aber wir brauchen noch ein paar Zutaten. Wie war das noch gleich? Können wir mal nachgucken. Im Anhang. Ei, Pfeffer. Aha, Pfeffer. Gut. Sprechen wir mal mit dem. Bist du der echte Kutterköter? Darauf kannst du wetten. Und ich bin hier, damit du Spaß, Spaß, Spaß hast. Wie ist dein Name, kleiner Junge? Okay, zunächst einmal bin ich kein kleiner Junge. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mir zittern die Knochen. Das ist ja allerhand. Behandle mich nicht so herablassend. Nun, es hört sich an, als wärst du ein Mann großer Taten. Du bist ein sehr gescheiter kleiner Mann. Das ist klasse. Lache, solange du noch kannst. Bald werde ich LeChuck vernichten und eure ganze Welt wird in Trümmern liegen. Darauf kannst du wetten. Und jetzt geh spielen, mein Sohn. Wie kann ich einen dieser fabelhaften Preise gewinnen? Nun, das ist einfach. Kumpel, wenn ich dein Gewicht oder Alter nicht errate, kannst du dir aussuchen, was du willst. Wo ist der Haken daran? Es gibt keinen Haken. Es ist ganz einfach. Dann rate mal, wie schwer ich bin. Na schön. Lass dich vom Kutterköter anschauen, kleiner Kerl. Lass mich mal sehen. Ich schätze, ein dürrer kleiner Pirat wie du wiegt etwa 49 Kilo? Ha, selten so gelacht. Ich sehe nur wie ein kleiner Junge aus. In Wahrheit bin ich ein mächtiger Pirat, der 49 Kilo wiegt. Das ist wirklich peinlich. Ernähre ich mich falsch? Ich gehe doch trainieren. Mal gucken, das was passiert. Das kann ich von hier aus nicht. Okay. Ich wette, du errätst nicht, wie alt ich bin. Wetten, dass ich es kann? Ein furchterregender kleiner Seeräuber wie du müsste 7 Jahre alt sein? Ha! Falsch! Ich bin zufällig 20. Und? Hast du einen Beweis für deinen Kumpel, den Kutterköter? Nennst du mich einen Lügner? Und ob ich das tue? Hier ist mein Beweis. Scum Schauspielergilde. Mitgliedskarte. Guybrush Threepwood. Alter 20. Ich nehme an, dass das stimmt. Such dir deinen Preis aus. Gib mir diesen Anker. Nimm ihn mit, Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Genieße deinen Aufenthalt hier auf Big Woo. Sieh in dein Herz. Ich bin der Preis, den du wirkst. Was? Du hast dir den Anker ausgesucht? Es ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Tut mir leid. Jetzt müsste ich eigentlich schwerer sein. Ich kann nicht glauben, dass du den blöden Anker anstelle von mir genommen hast. Ach so. Ich will mit deinem Vorgesetzten sprechen. Oh nein, lass das lieber, kleiner Junge. Allein der Anblick unseres Geschäftsführers hat Kinder, die älter waren als du, in Tränen ausbrechen lassen. Weiter so. Wissen, wenn ich den Anker hier in so einen Kuchen reinlege. Ich kann nicht glauben, dass du den blöden Anker anstelle von mir genommen hast. Bleib davon weg! Da dufte. Wofür soll denn das? Das will ich nicht niederdrücken. Es ist noch nicht mal ein echter Anker. Na, schon gut. War irgendwie so ein Kuchen. Gehen wir es mal weiter. Es ist noch nicht mal ein echter Anker. Naja. Ich bin ein echter sprechender Schädel. Lass mal hier gucken. Du musst so groß sein, um auf der Achterbahn mitfahren zu können. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Na fein. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt.
Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so... Einmalig. Dass die meisten vollkommen ungenießbar sind. Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett. Welche mit Matt? Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim. Hörnchen mit Schleim. Hörnchen zum Lecken. Hörnchen, die schmecken. Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß. Hörnchen mit Mais. Bierhörnchen. Tierhörnchen. Vierhörnchen. Und zu Weihnachten. Ho, ho, ho. Frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Was halte ich denn da davon? Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Tschüss dann. Na fein, nimm den blöden an. Es ist ein einfaches Schneehörnchen. Du hättest sowieso... Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Ich werde auf einen Besitzer... Das ist alles, was von meinem Schneehörnchen übrig ist. Nichts da! Dieses Fahrgeschäft ist nur für große Kinder. Raus hier, bevor ich die dämonischen Legionen des Hades rufe und sie auf dich hetze wie ein Schwarm böser Heuschrecken. Kann ja mal Murray eintauschen. Ich will es mit einem anderen Preis versuchen. Na gut. Ich würde schätzen, dass du 20 Jahre alt bist und dass du 49 Kilo wiegst. Warte eine Sekunde, das ist nicht fair. Das Leben ist es auch nicht, Söhnchen. Heute hast du eine wertvolle Lektion gelernt und das ist der beste Preis von allen. Ich will jetzt mit jemandem Verantwortlichen sprechen. Das geht nicht, Söhnchen. Ich muss auf die Achterbahn. Da möchte ich drauf wetten. Das macht Spaß. Aber die Achterbahn ist nur für große Kinder. Ist mir egal, ob es unsicher ist. Ich muss mitfahren. Jetzt. Oh nein, 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 Sohn. Es ist nicht, dass es für kleine Kinder nicht sicher genug wäre. Es ist nur, dass du viel, viel älter sein musst, um den schieren, hirntötenden Terror der Bahn schätzen zu können. Warte einfach ein paar Jahre und du wirst reif genug dafür sein. Du wirst dann auch Unmengen Süßigkeiten kaufen und essen können, wann und wo du willst. Genau wie die Erwachsenen. Weiter so. Wenn dir dein Leben lieb ist, Stern. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Murray? Mit dir spreche ich nicht mehr. Wie konntest du nur diesen Anker deinem besten Freund vorziehen? Ich mag den Kerl, aber das wird langsam lächerlich. Gut. Vielleicht... Wir hatten doch mal irgendwie so eine... Kuchenform, genau. Immer. Nun ist es eine schwere Kuchenform. Jetzt haben wir eine schwere Kuchenform. Und hatten wir nicht mal irgendwelche Rasiercreme? Jetzt habe ich eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Na prima, mal sehen. Vielleicht können wir dem das unterjubeln. Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja, danke, Junge. Schieß schon, schieß schon. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdrück dich, du halbe Portion. Denk mal nach. Ich bezahle dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner. Okay. Der Clown ist schon mal aus dem Weg. Gucken wir mal durch das Loch. Ah, jetzt können wir uns vielleicht so Eiweiß holen, indem wir hier durchgucken, oder? Juhu, stinkender Rattenkerl! Hey, raus da, du Mistkerl! Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird dir eine Lehre sein. Ha ha ha.
Okay. Jetzt habe ich Eiweiß. Jetzt brauche ich nur noch Eiweiß, Hundehaar. Jetzt brauche ich noch Pfeffer. Kriege ich denn mal Pfeffer her? Oder habe ich noch welchen hier einstecken? Zufällig. Hafenratte, Kanone, Schild. Oh, eine Pfeffermühle. Es ist eine große Pfeffermühle. Okay, dann bestellen wir noch so einen Stink. Ich nehme dieses alte Schneehörnchen. Danke. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Gut, und jetzt machen wir uns dieses Rezept nochmal, wo man übelst munter wird und aufwacht. Vielleicht träumt das ja auch Skybrush alles bloß. Diese Meringue sieht lecker aus. So, die Hundehaare sehen auch bestimmt nicht so lecker aus. Ich muss es erst aufheben. Gepfefferte Güte. So, nun lass es schmecken. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand! Ah. Kapitel 6. Skybrush räumt mal wieder auf. Ja. Okay. Wir sind in der Achterbahn und schauen uns Station von Guybrushs Abenteuern an. Und die kennen wir aus den anderen Teilen alle. Aha. Magie Island 2. Muss bestimmt dann hier irgendwo aussteigen und irgendwas. Ah, hier kann man hoch, ne? Wir fahren erstmal weiter durch, weil für heute soll es das schon mal gewesen sein. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir sehen, wie es hier weiter bzw. möglicherweise auch ausgeht. Macht's gut, bis dann, euer Astronier. Tschüssi.